Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre. Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind. Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Aha. Das Passwort ist Agnus D. Danke, mein Freund. Du bist der Beste. Brauche ich nicht. Her damit. Agnus D. Danke, das hat mir sehr geholfen. Das war sehr effektiv. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus D. Zugang gewährt. Danke. Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Entschuldigung, du willst, dass ich dich töte, ja? Da ist ein Vita Champer. Oh, das ist ein One-Way-Ticket, ja? Da gibt's nochmal Heilung. Okay. Da kann man upgraden. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Alter. Ich habe dich gewarnt. Wenn du gesund bist, bist du Qual und Pein. Nass und Nässe geht's dir rein. Ein Kitzelchen für wenig Geld. Du sammelst zum Superheld. Stärker, schneller, heller sein. Die Zukunft liegt hier bei Fontaine. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Nein! Er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssten dringend geschrubbt werden. Hier sind 1-2 Aushilfen zu deiner Unterstützung. Oh. Zeit ist Geld, du gottverdammter Parasit. Geld ist Zeit. Jetzt ist Plan B Du Drecksack. Du langsam! Wer das sagt? Du? Geht's noch? Ja, damit. Da. Kann ich bestimmt packen. Oh. Alles gut. Meiner. Ich habe dieses Gerät erfunden, Delta. Du fummelst dran rum wie ein verliebter Pavian. Ja, ist das ihr Pappnasen? Ja! Ja, damit. Wo ist hier ein Sister?
See ya. Danke. Nicht weinen, ich bin noch da. Du bist es. Ja. Sind wir jetzt wieder zusammen, Daddy? Ja, natürlich. Oh. Hier ist der Engel. Wo? Oh, schon. Fuck. Ja, gratuliere. Du hast einen Intelligenztest gegen ein Haushaltsgerät gewonnen. Danke. Ich bin so gut, schalala. Was machen wir? Was machen wir? Wir haben doch ein paar Autogeschütze. Buxieren wir gleich mal eins hierher. Und wir machen eins hierher. Ja, das haben wir. Wer passt auf schlafende Engel auf? Ich. Du bist hübsche ein gutes Engel, Kind. Hübsche Haare. Schmutzige Haare. Mit einem unschuldigen Kind davon stehen. Oh, bist du? Das ist ja gut. Komm, der Herr. Pam! Weißt du, was wir tun? Das hast du aber Schwein gehabt, Alter. Ja, das bin ich. So sieht's aus. Wage es nicht, diesen Signalsender anzurühren, Delta. Er ist 10-mal so viel wert wie du. Okay. Kann ich es wieder aufsammeln? Nö. Fuck. Eins von zwei Adam gesammelt. Oh, wie ging das mal? Irgendwas muss ich da. Da geht's lang. Wo? Nach oben, war ja klar. Ach, wir haben Adam gefunden, Daddy. Haben wir Adam gefunden? Ah, fang an. Ich krieg die irgendwie weg. Rosen und Sonnenschein bedeutet Engel. Ich bin ein braves Mädchen, Mr. B. Ja, das bist du. Wo Engel hinfallen, wachsen die Rosen ganz hoch. Geht's noch? Also. Hey! Klar, überblick! Leg das nur weiter!
Schlafen, Schatz! Du Lande! Gib mir das Geld! Verpisst euch! Daddy, da! Du rettest mich immer vor den Monstern! Ja, das mach ich! Blute! Blute! Warum blutest du nicht? Der darf mich nicht erwischen, Daddy! Mach doch nicht! Komm mal, wo ist der Penner? Bringen Sie hier alles in Ordnung. Wir machen Schluss. Ich hab die Nase voll. Lass uns mitreißen, Daddy. So. Jetzt ist aber fertig hier. So. Aha, aha. Da liegt noch einer. Okay, Kleine, das war's für dich. Danke. Bitte. Halt, 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 halt. Du willst mir nichts tun. Nein, nein, das ist meins. Hä? Gefeuert. Gefeuert, gefeuert. Gut. Der Tyrann blickt auf die Welt und sagt, das alles gehört mir. Und er nimmt es sich, sei es durch Gewalt oder Tücke. Der Tyrann bezieht die gesamte Schöpfung auf sich selbst. Sonne und Mond kreisen nur für ihn. Für den Tyrannen ist Selbstgerechtigkeit nur ein wunderlicher Begriff. Ihm allein steht es zu wägen, zu richten und hinzurichten. Okay. Ich bin kein Tyrann. Ich bin ein Big Daddy. Zirkus der Werte. So, nehmen wir ein bisschen Schrot noch mit. Gehen wir erst hier noch gucken. Oh, cool. Fuck. Jetzt hat es sich gelohnt. Ein Fisch. Nö. Hätte ja sein können. Und bei den Gentlemen. Hey, du bist bei den Gentlemen drin. Immer schön spülen. Ah, oh, noch eine Matchstation. Gut zu wissen. Noch ein Speerchen. Hui. Was hast du alles? Ah, gut. Nur weiter so, du Amateur. Dauert nicht mehr lang, dann hast du's verpfuscht. Jo, alles klar. Jawoll. Jawoll. Electrobolt 3. Jawoll. Oh mein Gott. Aber cool.